Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und willkommen im Deutschkurs. Heute ist leider unser letzter Kurs ja, in diesem Semester, aber wir werden uns auch im Herbst sehen. Ja? Deshalb sprechen wir heute über die Ferien. Ja? Die Sommerferien kommen bald. Ich glaube, meine kleinen Gäste hier im Studio freuen sich auch auf die Ferien. Nicht wahr, Razvan und Anne? Ja. Ja, klar, genau. Ja, in ein paar Tagen beginnen die Ferien, also sprechen wir ein bisschen darüber. So, also was sind unsere Ziele für heute? Wir werden heute über die Ferien reden. Wir sprechen über verschiedene Aktivitäten in den Ferien und wir nennen ein paar Ferienorte und Unterkünfte. Unterkünfte, das ist, wo man schlafen kann, ja, während man verreist ist. Ja. Und selbstverständlich brauchen wir auch ein bisschen Grammatik, und zwar die lokale Präpositionen. So, na, jetzt stellt sich die Frage, was macht man gerne in den Ferien oder was kann man in den Ferien unternehmen? Razvan, was machst du gerne in den Ferien? In den Ferien gehe ich gerne am Meer. Ans Meer. Genau. Also am Strand liegen, ans Meer fahren. Gut. Anne, was machst du gern in den Ferien? Ich wandere gern. Mhm, wandern, das ist auch super. Wandern, das heißt, mit dem Rucksack gehen wir in die Berge und wir wandern. Ja, facem drumeții. Was kann man noch in den Ferien machen? In den Ferien kann man noch Fahrradfahren. Radfahren, super. Genau. Radfahren, also ein bisschen Sport. Ja, man kann sportliche Ferien haben, verbringen. Anne? Andere Aktivitäten? Vielleicht Hausaufgaben machen, aber das ist keine Schande. Ausland gehen? Ja, ins Ausland fahren. Genau. Ins Ausland fahren. Das wäre să călătorim în străinătate. Okay, Razvan, was könntest du mir sagen? Was könnte Nummer 1 sein? Wir sehen eine schöne Dame auf einem Schiff. Ja, also? Segeln. Segeln, das wäre vielleicht Nummer 2. Und Nummer 1, das wäre eine Rundfahrt mit dem Schiff machen. Eine Rundfahrt, ja, und Turku Vaporul. Ja? Und du hast ja schon gesagt, Nummer 2, das wäre Segeln, a naviga. Anne, was ist mit Nummer 3? Da ist man auch unter dem Wasser, genau. Unter dem Wasser, ja, sub apă, das heißt, man taucht, da, facem scufundări. So, was waren Nummer 4? Nummer 4, wandern. Wandern, genau. Wandern, ja, mit dem Rucksack, da sieht man die schönen Gebirge, das schöne Gebirge, ja, die schönen Berge hier im Hintergrund, ja, a face drumeții. Nummer 5, Anne? Zelten. Zelten, genau. Das war unsere letzte Aktivität auf der Folie. Das wäre eine Kreuzfahrt machen, genau. Das war. Was könnte Nummer 7 sein? Freizeitpark besuchen. Genau, einen Freizeitpark besuchen, genau wie Prater in Wien oder Disneyland in Paris. Und Nummer 8? In einen Kletterwald gehen. Genau, in einen Kletterwald gehen, ja. Das heißt, am Merge, într-o pădure unde facem cățărări, da. Nummer 9, Razvan? Nummer 9, sich Sonne oder am Strand liegen, im genau. Ausland. Oder bei uns am Meer, ja. Mhm. Sich sonnen, am Strand liegen, ja. Da faulenzen wir, lenevim, ja, in der Sonne. Wir entspannen uns. Genau. Nummer 10, Anne? Eine Radtour machen. Eine Radtour machen, ja. Und Nummer 11, was war?
Sehenswürdigkeiten besichtigen. Perfekt, Sehenswürdigkeiten besichtigen. Das schöne lange Wort, ja, die Sehenswürdigkeiten im Plural, Objektive touristische. Hier kann man eigentlich das Brandenburger Tor sehen, ja, in Berlin. Und unsere letzte Aktivität, Anne? Ins Ausland fliegen. Ins Ausland fliegen, ja, das Programm ist hat es. Super. Wir notieren auch die Sehenswürdigkeiten. Im Plural, ja, Objektive touristische. Sehr gut. Jetzt wollen wir ja jetzt erfahren, was habt ihr letzten Sommer gemacht? Letzten Sommer, das ist Vagatrecuta. Und was möchtet ihr diesen Sommer machen? Cevrem să facem vara aceasta, ja? Zum Beispiel, letzten Sommer habe ich, und dann brauchen wir ja perfekt, ja, habe ich gezeltet oder habe ich eine Kreuzfahrt gemacht, ja? Und diesen Sommer möchte ich. So, mit dem Verb im Infinitiv. Anne, was hast du letzten Sommer gemacht und was möchtest du diesen Sommer machen? Letzten Sommer habe ich Sehenswürdigkeiten im Ausland besichtigt. Super. Und Was möchtest du genau diesen diesen Sommer? Sommer möchte ich in die Gebirge wandern. In den Bergen wandern. Genau. Super. Danke, Anne. Razvan, was ist mit dir? Letzten Sommer bin ich gesegelt. Oh, Jetzt bin sehr ich gesegelt. schön. Okay. Schön. Und diesen Sommer möchte ich in einem Freizeitpark besuchen und auch tauchen. Das wäre Und tauchen. auch tauchen, also du möchtest auch ans Meer fahren. Ja. Super. Wir haben früher, ja, in diesem Modul auch ein paar Präpositionen gelernt, ja? Wir erinnern uns daran, ja, und wir wollen ja diese Präpositionen wieder markieren. Rezvan, welche Präposition gibt es in dem ersten Satz? In den Sommer war ich am Meer. Wir haben am Meer. Am, genau, die Präposition an plus dem. Genau. Anne? Diesen Winter war ich in den Bergen in. Genau. In den Osternferien war ich auf dem Land bei den Großeltern. Auf. Auf. Perfekt. Und wir haben auch bei für Personen. Super. Anne? Im September waren wir am Bodensee. Am Bodensee, genau, an plus dem. Afrika wollte ich immer besuchen. Wir waren im Mai in der Wüste. In der Wüste, genau. Und Anne? Wir waren im Dschungel, im. Im, und das heißt im, das ist gleich in plus dem. Ich war in Deutschland, in Berlin, in. Super. Na, diese Präpositionen haben wir gelernt, aber sie haben auf die Frage wohin ja geantwortet. Jetzt beantworten Sie die Frage wo. Erinnern wir uns daran, wann benutzen wir Präposition an? Am Meer, am Bei Bodensee. Gewisser. Genau, wenn es um Wasser geht, dann benutzen wir Präposition an, ja? An den Atlantik, an dem Strand, an dem See, an dem Meer oder an der Küste. Wann benutzt man Präposition auf, Anne? Für Insel und das Landen. Land, genau, das Land, ja? Wir sind auf einer Insel oder wir sind auf dem Lande, Lazare. Präposition in, das benutzt man für viele.
Ja, das Wörter. nutzen man für Wälder, für Gebirge, für Berge, für Genau, Wüsten. super. Also wir sind in dem Und Schwarzwald, ja, in der Wüste, in den Bergen und in den Norden. Ja, Anne, und noch? auch Norden, Süden, Osten und Genau, Westen. Osten und Westen. Genau, also für die Himmelsrichtungen, Pentru punctele cardinale. So, und wir haben noch einmal in Plus-Dativ, diesmal für Für Länder. 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 Genau. Ja, in Deutschland, in Berlin und auch Ländernamen mit Artikel, ja, wie in der Schweiz oder in der Türkei. Nur, die Differenz, der Unterschied ist, dass diese Präpositionen diesmal mit dem Dativ funktionieren. De data aceasta, la întrebarea wo, aceste prepoziții funcționează cu dativul. So. Und das heißt, wir erinnern uns daran, wo, das ist statisch, da ist es Statik. Also das heißt, diese Präpositionen funktionieren mit dem Dativ. Wir werden dann die folgenden Artikel haben, dem, der und den, plus ein extra N im Plural. Und auf der Frage, wohin, funktionieren diese Präpositionen mit dem Akkusativ. Das heißt, wir werden die Artikel den, das, die und die benutzen. So. Und wann benutzen wir wo und wann wohin? Jahreswann? Wo ist, wenn man nicht sich bewegen? Genau, das ist statisch. Und Ja, wohin, und das ist wohin? dynamisch. Genau, ich Ja. gehe. Ja, genau. Super, Reswan. Also, wir wollen das ja üben. Reswan, bitte, in A. Im Urlaub fahren wir an den Titisee. Wohin? Genau, An den wohin denn fahren, zeigt mir eine Bewegung. Anne. Am Sonntag waren wir wohin ins Gebirge? Schauen Nein, wo im wir Gebirge? genau das Verb wagen, das ist statisch, ja, also wo im Gebirge. Super. Das wann? Ich war noch nie in der Wüste. Wo? Ich war noch nie in der Wüste. Wieder haben wir das Verb sein, also das ist statisch. Am liebsten fliegen wir wohin? In den Süden. Genau, denn fliegen, das zeigt mir eine Bewegung. Reswan. Gehen wir jetzt endlich an den Strand? Perfekt, wieder eine Bewegung. Da haben wir das Verb gehen. Super. Und Anne? Es war sehr windig an der Atlantikküste. Perfekt, denn das Verb sein ist statisch. Perfekt. Super. Also immer passen wir darauf auf, was für ein Verb im Satz steht, damit wir die richtige Präposition und Kasus benutzen. So, dann sprechen wir ein bisschen über die Ferien. Wo wart ihr in den Ferien? Wie lange wart ihr da? Wo habt ihr gewohnt oder übernachtet? Wie seid ihr gereist? Cum ați călătorit? Ja, da haben wir in diesem Modul auch die Transportmittel gelernt. Und was habt ihr da gemacht? Anne, möchtest du bitte Reswan fragen? Ja? Wir machen Das kleine waren, Interviews, ja? wo warst du in den Ferien? Letzten Sommer, sagen wir. Letzten Sommer war ich in Rumänien, in dem Gebirge. Im Gebirge. Ja. Super. Wie lange warst du da? Ich war Und wo hast du übernachtet? eine Woche. Ich habe in einer Ferienwohnung übernachtet. Wie seid ihr gereist?
Mit dem Auto. Mit dem Auto. Mit dem Auto, super. Und was hast du da gemacht? Ich bin mit meinem Fahrrad gefahren. Gefahren, super. Gefahren. Ich bin gewandert. Ich glaube, das ist alles. Das ist Ich rede alles. Super. mich nicht sehr gut. Danke, Reswan. Reswan, jetzt fragst du Anne, bitte. Wo warst du denn für den Anne? Ich war in Deutschland. Wie lange warst du da? 2 Wochen. Wo hast du gewohnt? In einem Hotel und auch in einer Pension. Wie bist du gereist? Ich bin mit dem Auto gefahren. Was hast du dort gemacht? Da gemacht? Ich habe Sehenswürdigkeiten besichtigt und ich habe auch einen Freizeitpark besucht. Super. Nice. Na, ja, genau. Spannende Ferien, Anne, nicht wahr? Super. Ja. Also, apropos Unterkünfte, apropos Casare, wir haben ja Ferienwohnung, die Ferienwohnung, Casa de Vacanza, ja, oder Pension, Pensiona, oder das Hotel, Hotelul. Super. Oder man kann auch mit dem Zelt fahren und dann zeltet man. Super, sehr gut. Und jetzt wollen wir zusammen auch unsere Ferien dieses Jahr planen, ja? Und dafür machen wir Vorschläge, wie zum Beispiel, wollen wir, ich weiß nicht, nach Deutschland fahren? Lass uns doch nach Deutschland fahren, heiße Mergem in Germania, ja? Oder ich habe da einen Vorschlag oder eine Idee. Und wir reagieren auf die Vorschläge und dann können wir sagen, ja, machen wir es so. Oder super, das ist eine gute Idee. Ja, Idee, fuerte buena. Oder nein, darauf habe ich keine Lust. N-am chef de chestia asta. Oder das ist keine gute Idee. Nu e o idee bună. Oder ich weiß nicht. Nu prea știu, nu prea sunt hotărâtă. Oder einfach, ich bin dagegen. Sunt împotrivă. Also, wir wollen Vorschläge machen und darauf reagieren. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie helfen uns auch, unsere Ferien planen, unsere Traumreise planen. Also, Kinder, was sagt ihr? Wohin sollen wir fahren? Ich denke, wir könnten in die Wüste fahren, in die Sahara. Was glaubt ihr? Ja. Ja, bist du einverstanden, Reswan? Schön. Ja. Ich weiß nicht, das ist sehr heiß. Es ist sehr heiß, ja. Also Sahara, ja. Zu heiß, sagt Anne. Dann Anne, können hast du. wir, wenn es zu heiß Ja, bitte, Reswan. Entschuldigung, ich wollte nicht, ich wollte dich nicht stören. Nein, du störst nicht. Sag, was ist deine Idee? Dann könnten wir ans Meer fahren, am Mittelmeer fahren. Aha, ans Mittelmeer fahren. Okay, diese Idee finde ich super. Ja, Anne, was meinst du? Sollen wir ans Mittelmeer fahren? Ja, ich bin auch dafür. Super. Wie lange? Ich denke, eine Woche ist genug. Was meint ihr? Nein, es ist ein bisschen zu wenig. Ich würde 2, 3 Wochen bleiben. Was meinst Zwei, du, Anne? drei Wochen bleiben. Anne, was meinst du? Da ist ein bisschen zu viel. Vielleicht eine Woche und eineinhalb. 1,5 Wochen oder sagen wir 2 Wochen? Okay, wir fahren dann ans Mittelmeer für 2 Wochen. Wo könnten wir übernachten? Ich schlage vor, wir übernachten in einer Pension.
Da kann man auch gut essen. Ja, Anne, das ist was eine hältst du gute Idee. davon? Und Gaswan, bist du auch einverstanden? Bleibt Ja, es eine Pension? bin auch einverstanden. Ja. Gut, Pension. Und was sollen wir da machen? Wir sind am Mittelmeer. Vielleicht können wir Fußball spielen oder auch Fußball Badminton. am Strand spielen, ja, genau. Da gibt es auch Europameisterschaften, ja. Gut. Wir können auch tauchen. Damit bin ich total einverstanden. Ich liebe Tauchen. Ja, ich auch. Oh, super, da haben wir etwas Gemeinsames. Und habt ihr noch eine Idee? Vielleicht Vielleicht könnten auch wir auch Radfahren. Radfahren, das finde ich prima. Was sagst du, Anne? Ja, ich bin auch dafür. Super. Na, dann haben wir unser Reiseziel. Wir fahren zusammen ans Mittelmeer. Wir bleiben da für 2 Wochen und in einer Pension. Wir übernachten in einer Pension und da haben wir tolle Aktivitäten. Wir spielen Fußball am Strand. Ja, und wir tauchen und wir fahren Rad. Super. Und so haben wir eigentlich einen schönen Dialog gemacht auf Deutsch. Super. Gut, danke schön. Liebe Leute, wir sind damit für heute fertig. Wir erinnern uns daran, was wir heute gelernt haben, die Präpositionen, die verschiedenen Aktivitäten in den Ferien, ja? Und da diesmal unser letzter Kurs ist, dann wünsche ich euch, Anne und Reswan, schöne Ferien und liebe Dankeschön, Mutter. Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche Ihnen auch schöne Ferien. Dankeschön. Gerne. Dankeschön. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen, lieben Zuschauerinnen und Zuschauern, wünsche ich auch schöne Ferien, einen schönen langen Sommer und wir sehen uns wieder im Herbst, um wieder Deutsch zu lernen. Auf Wiedersehen.